Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute hier zu einem weiteren Let's Play hier auf der alten Steinmap. Ja, ich bin jetzt noch hier im 19er. Wird sich wahrscheinlich bald mal ändern. Da werde ich hier natürlich umziehen. Wahrscheinlich in 22er, wenn ich entsprechend natürlich hier meine Oldtimer Mods dann auch zur Verfügung habe. Da müssen wir hier drüben erstmal den Drescher mal holen. Ich habe da auch Feld Nummer 9. Ja, hier. Ah, also Sojabohnenernte, die muss ich dann hier aufbringen. Ach ja, was mache ich da? Ich sollte eigentlich hier mit dem Traktor rüberfahren, weil ich muss ja natürlich das Ganze hier abfahren. Also mal schauen, ob jetzt mit dem Trecker stehen. Die wahrscheinlich auch noch da drüben. Ja, die auch da drüben. Also, war ich doch richtig am Weg. Ja, also, wie ich sagen wollte, als ins 22er dann also kommen. Zwei Maps habe ich mir schon ausgesucht, die was ich nehmen werde. Eine wird ja also für mich dann ins 15er, ins ja 22er gebracht. Ist ein Kult-Map, ja, die wird aber noch ein bisschen umgebaut. Die Kult-Map. Und wird ein bisschen anders da heißen als wie es original. Werde ich euch dann, soweit das dann zählen, dann natürlich, wenn es soweit ist. Weil ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, deswegen möchte ich nicht also zu viel verraten. Und ich hoffe, dass es also mal länger dauert. Drescher holen. Ja. Immer mal Gas. Ich kann euch nur eines verraten: Die Karte spielt Salzburg und Umgebung. Ja. Und da gibt es eigentlich nicht viele Karten. Welche was jetzt länger schon erst spielen, wissen wir, ich meine, ich gab es einen 13er schon, einen 15er und nachher war Schluss. Und da wurde schon angefangen, jetzt muss ich in Verbindung setzen, dass die Karte weiter, weil die ist ja schon im 22 gebracht, aber halt nur nicht, also fehlerfrei. Also wir sprechen, dass wir das mal umbauen und machen. Weil wir noch ein paar Gebäude drin haben. Vielleicht die Felder noch ein bisschen anders da, weil es sind halt relativ großen Feldern. Wo vielleicht eine Karte macht, wo aus die Felder ein bisschen kleiner sind und natürlich hier ein bisschen unförmig zum Teil sind, weil es sind relativ eckige Felder. Da bin ich einfach ganz gespannt drauf. Thank you.
So, fangen wir hier mal an. Wir haben jetzt hier den Auftrag, hier Sojabohnen zu crashen. Jetzt kommt dann in die Ölmühle rauf. Also, das würde ich sagen, was mit dem, was es gibt, meines Erachtens nicht viel Unterschied zwischen dem 22er, um ehrlich sein, und dem 19er hätte er viel mehr machen können. Wenn man so schaut, ich finde hier die Gebäude, so wenn ich so drüber schaue, sieht echt cool aus, ein paar Sachen. Gibt schon, wo ich sage, das passt irgendwie nicht so ganz, zum Beispiel die Goldrückstände, die passt wirklich nicht hier rein nach Bayern. Es gab niemals Kohle in Bayern. Deswegen also. Aber ich sag mal so, man muss halt dann damit ein bisschen leben. Jetzt haben wir das Vorgewende gemacht. Das finde ich, das passt ganz gut. Kann man so rauf und runter fahren, finde ich. Jetzt wollte ich noch Kaffee trinken, würde ich mal sagen, hier.
gerne sehen. Ganz gut, das Feld ist fast fertig. Ich schätze mal noch dreimal hin und her. Da bin ich dann gespannt, was für Aufträge ich dann als nächstes kriege. Vielleicht ja mal pflügen oder sowas. Wäre auch nicht schlecht. Das wäre schon hardcore hier mit dem Flug hier zum Flug zu gehen. Das kleine Stückchen Land. Das ist schon viel Arbeit. Einiges geben, wo man hier noch wegdrischt. Was? Man sieht, hier ist noch was. Jo, das war's dann erstmal hier für diese Folge. Ich hoffe, euch hat natürlich es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder mal einen Daumen nach oben da lässt, natürlich. Und natürlich, wenn ihr wieder reinschaut. Jetzt will der Abgang, Gott sei Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.